Im zweiten Qualifying für die 24 Stunden von Le Mans 2018 sind die erhofften Verbesserungen der Rundenzeit nahezu komplett ausgeblieben. Die erste von zwei Sessions am Donnerstag war aufgrund zahlreicher Unfälle nutzlos. Die Rennleitung musste das Zeittraining rund 30 Minuten vor dem geplanten Ende abbrechen, nachdem Giorgio Seran-Aglotto mit seinem Dallaril Gibson von Villabacos auf dem Weg zur ersten Schikane heftig eingeschlagen war. Der Italiener entkam dem Wrack unverletzt, aber sein Fahrzeug war erheblich zerstört. Ebenso die Barrieren auf beiden Seiten der ansonsten öffentlichen Landstraße von Le Mans in Richtung Tours. Seran-Aglotto hatte sein Auto offenbar beim Anbremsen der ersten Schikane aus der Kontrolle verloren, war anschließend zunächst auf der rechten Seite in die Leitplanken gekracht. Anschließend flog das Auto quer über die Strecke und wurde auf der linken Seite von den Barrieren endgültig gestoppt. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar, die Konsequenzen waren jedoch ein Abbruch und eine Verkürzung der Session um eine halbe Stunde, um die Leitplanken wieder reparieren zu können. Schon zuvor waren immer wieder Versuche der Fahrer, endlich einmal eine schnelle Runde drehen zu können, an Slowsens und gelben Flaggen gescheitert. Die Strecke war an einigen Stellen nach minimalen Niederschlägen überraschend rutschig. Auch Toyota blieb von Zwischenfällen nicht verschont. Mike Conway drehte sich mit seinem TS050 mit der Startnummer 7 gleich zweimal. Man hatte mir gesagt, dass ich hart in die Bremse steigen soll, weil sie ein wenig zu kühl waren. Aber die haben gleich sofort extrem gebissen, berichtet der Brite, der sein Auto jeweils ohne Kontakt mit den Leitplanken wieder auf die Strecke bringen konnte. Fernando Alonso war im Schwesterauto auf eine Verbesserung der Topzeit seines Kollegen Kazuki Nakajima vom Vortag angesetzt, aber der Spanier verfehlte sein Ziel knapp. Leitplankenbällen haben Hochkonjunkturin 3:18.021 Minuten, zeigte Alonso das Potenzial zur weiteren Verbesserung der Zeit, aber er lief bei seinem Versuch phasenweise in dichten Verkehr. Das einzige LMP1-Auto, das sich zu meinem etwas nach vorn schieben konnte, war der Ginetta. Das Schwesterauto von Charlie Roberts in Strandy derweil in der Indianapolis Curve, und gleicher Stell war Zuver Barrett's Van Muller mit dem Porsche. Eines Wischen zeitlich Unterbrechung mit Roten Flaggen lost einen Fall von Andy Prialxheim, Ford. Der Brite war auf der Zufahrt zur Tête Rouge an der linken Seite ins Gras geraten und hatte sich anschließend mit einem lauten Knall in den Leitplanken wiedergefunden. Für die Reparatur der Barrieren an gleich mehreren Stellen war die Session für rund 10 Minuten unterbrochen. Nicolas Lapierre led in der Ford-Schikane im Alpine. Kleine Glanzlichter setzten andere Fahrer, Norman Nato sorgte mit einem unfassbaren Safe für Applaus auf den Tribünen. Der Franzose verlor seines MP-Dallaril wegen eines Reifenschadens im letzten Linksbogen der Porsche-Kurven außer Kontrolle, konnte den neuen Auslauf aber nutzen, um das Auto nach zwei 360-Grad-Pirouetten wieder einzufangen. Spürbare Verbesserungen in den Rundenzeiten gelangen Tristan Gommendy, Graf und Giancarlo Fisichella, Spirit of Race, der seinen Ferrari in der GTE am Klasse auf Platz 3 fahren konnte. Das dritte und letzte Qualifying wird aufgrund der verkürzten Session am frühen Abend nun bereits um 21.30 Uhr gestartet. Zu Mitternacht wird der Pole-Sitter bei der 86. Auflage der 24 Stunden von Le Mans feststehen.